Für die SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Herr Wittecker, das ist dann auch nicht richtig, dass Beschäftigungsmaßnahmen im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik ein Parken von Arbeitslosen ist. Das ist es ganz mit Sicherheit nicht. Da muss ich dann ja direkt mal die Linke in Schutz nehmen. Und die Kritik, die Sie geäußert haben an den nicht vorhandenen Pauschalierungen, die teilweise stattfinden, und Bagatellgrenzen, nach meiner Kenntnis ist das insbesondere die CDU im Bundesrat gewesen, die diese Regelung verhindert hat. Aber ich will noch mal was zu Frau Zimmermann. Bevor ich jetzt zu viel Beifall von Ihnen kriege, möchte ich noch mal ganz grundsätzlich was zur Agenda 2010 sagen. Was Sie hier gesagt haben, ist in meinen Augen völlig geschichtsvergessen. Als Gerhard Schröder die Agenda 2010 eingeführt hat, da war Deutschland der kranke Mann Europas. Und heute sind wir der prosperierendste Sozialstaat auf dem ganzen Kontinent. Und das ist unweigerlich mit dem Namen Gerhard Schröder verbunden. Und ich sage Ihnen auch, es hat bei der Agenda 2010 zwei Fehlentwicklungen gegeben. Das eine war, dass wir den Niedriglohnsektor deutlich zu groß gemacht haben. Wir haben dagegen den Mindestlohn eingeführt. In Deutschland verdient jeder mindestens 8,50 Euro jetzt. So, und da gab es eine Partei, die dem nicht zugestimmt hat. Und das war Ihre Partei. Und das Zweite ist, dass wir die Leiharbeit deutlich dass dort zu viel passiert ist. Und dagegen haben wir jetzt eine völlig neue Regelung, werden wir vorlegen im Bereich des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes. Und da sollten Sie sich nicht auch wieder enthalten, weil dann wird die Geschichte auch wieder gegen Sie sein. Frau Zimmermann, Ihr Antrag ist eigentlich deutlich besser als das, was Sie hier gesagt haben. Weil ich muss auch sagen, Menschen in prekären und flexiblen Beschäftigungsformen brauchen natürlich eine Absicherung. Und wenn wir sie schützen wollen, dann glauben auch wir, dass die Arbeitslosenversicherung völlig neu angepackt werden muss. Besonderen Bedarf sehe ich dabei bei den überwiegend kurzfristig Beschäftigten. Im letzten Jahr hat mich dazu eine Schauspielerin aus meinem Wahlkreis Hamburg-Altona angeschrieben. Und ich kann ihren Unmut auch absolut nachvollziehen. Sie wird für einzelne Theaterstücke engagiert, führt dafür hohe Beiträge an die Arbeitslosenversicherung ab und erhält nach Ende des Engagements trotzdem nur Hartz IV. Das ist frustrierend. Und das, was Frau Pothmer dazu gesagt hat, stimmt ja auch. Im Koalitionsvertrag haben wir daher vereinbart, dass wir für die Sonderregelung für überwiegend kurzbefristet Beschäftigte eine Anschlussregelung finden. Geplant war zum Beispiel eine Verlängerung der Rahmenfrist auf 3 Jahre. Leider haben wir da mit unserem Koalitionspartner keine Einigung erreicht. Stattdessen hat das Bundeskabinett die Sonderregelung nun noch mal bis 2018 verlängert. Das ist besser als nichts, das muss man ja auch mal sagen. Das hilft aber natürlich nur der Gruppe, für die die Sonderregelung auch wirklich greift. Meiner Schauspielerin aus Altona hilft das leider nicht. Eine weitergehende Nachfolgeregelung ist daher unbedingt notwendig. Wir werden zu Ihrem Antrag und zu dem der Grünen ja im April eine Anhörung im Ausschuss haben. Dabei werden wir uns mit den Details befassen und schauen, wo wirklich Handlungsbedarf besteht. Unsere Aufgabe ist es, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Unser Ziel ist es daher, die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung weiterzuentwickeln. Qualifizierung und Weiterbildung, das sind die Stichworte. Sie sind für den gesamten Verlauf des Erwerbslebens ganz zentral. Sie sorgen für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Nach unserer Vorstellung geht es da zum einen um den sozialrechtlichen Anspruch auf Qualifizierung im Fall von Arbeitslosigkeit. Es geht aber auch um den arbeitsrechtlichen Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber, um Qualifikationen zu sichern und zu erhalten. Wir haben den Vorschlag schon in der letzten Legislatur gemacht. Ministerin Nahles verfolgt ihn mit dem Dialogprozess Arbeiten 4.0 weiter. Sie will die Arbeitslosenversicherung um Elemente ergänzen, die einen Anspruch auf Qualifikations- und Weiterbildungsberatung für Arbeitnehmer schafft. Sie sagt, die Kunst wird in Zukunft darin bestehen, im Wandel alle an Bord zu behalten. Wir müssen die Risiken von beruflichen Übergängen und Erwerbsunterbrechungen besser absichern. Gleichzeitig wollen wir Chancen für Neuanfänge und berufliches Fortkommen eröffnen. Denn immer seltener üben Menschen denselben Beruf ein Leben lang am selben Ort für dasselbe Unternehmen aus. Nur ein präventiver Ansatz kann daher diesen Risiken ausreichend entgegenwirken. Aber im Dialogprozess Arbeiten 4.0 denken wir noch viel weiter. Wir stellen nicht nur die Frage nach der Absicherung, sondern auch, wie wollen wir morgen arbeiten? Inwiefern wird Technik die Arbeit verändern? Und wie den Bedarf an Berufen und Qualifikationen? Wir wollen mit unseren Antworten die Chancen, nicht die Ängste in den Vordergrund stellen.
Der Dialogprozess ist im vergangenen Jahr gestartet und soll dieses Jahr abgeschlossen werden. Das Arbeitsministerium hat dafür unter anderem einen Beraterkreis mit Experten aus Wissenschaft und betrieblicher Praxis zusammengestellt. Die Sozialpartner und alle Bürger sind eingeladen, sich dazu einzubringen. Und meine Bitte am Schluss, beteiligen auch Sie sich dabei. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege